Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Mudrunner Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Jo, Pascal hat die gleiche Situation wie letztes Mal. Ich habe meine Fuhre Kurzholz weggebracht und bin jetzt gerade mit der zweiten unterwegs. Ich habe jetzt gerade meine zwei Fuhren Kurzholz erneut geholt. Wie auch schon mal am Anfang der letzten Folge. Irgendwie so leicht Déjà-vu-mäßig. Bei der letzten Folge ist bei mir viel passiert, aber so mal so. Schaut euch gerne an. Es war so ein paar Fails dabei. Ich muss mal den Upload von der letzten Folge noch mal ganz kurz anhalten. Weil. Ja, das könnte vielleicht das Internet. Ein bisschen Internet. Ja. Weil Tobi lädt gerade die Videodatei ver. Und das könnte so ein bisschen an Bitrate klauen. Naja, beziehungsweise du stockst bei mir die ganze Zeit. Das ist ein bisschen nervig. Ja, du bei mir aber nicht. Ah, okay. Ja, bei dir fehlen einfach so ab und zu ein paar Worte. Cool. Ach stimmt, hier oben lang um die Bockstelle herum geht's ja auch noch. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, jetzt, weil es auch bis gerade nicht aufgedeckt war. Erkundet war, ja. Aber jetzt ist ja ganz angenehm, wenn es da hier oben noch lang geht. So, wo fahren wir denn diesmal jetzt drüber? Ich würde sagen, ich fahre jetzt übers andere Sägewerk und da an der anderen Stelle über den Fluss. Ich probiere es einfach jetzt da mal an der Stelle. Da lang? Wird schon schief gehen. Das sowieso. Oh nee, ich habe gar keine Lust auf den Weg, den ich jetzt gleich fahren muss. Aber das schaffe ich. Im Dunkeln. Was für Frontscheinwerfer? Um den See herum natürlich, nicht direkt durch. Solange es geht. Oh, ich steck fest. Oh, Steine. Kein Bock auf Steine. Dann über den Baum und ja, dann bin ich schon am Wasser vorbei. Cool. Wie wollen wir die Zuschauer hungrig machen, mal uns gegenseitig erzählen, was wir heute zum Mittagessen hatten? Oh, bei mir gab's Hähnchen. Mmh, ein Stück, ein ganz lecker Stück Brust gegessen. Der Rest hatte bei mir Lachsfilet. Hier gab's heute Linsensuppe von meiner Oma. Oh. Schöne, deftige Linsensuppe, die war gut. Danach riecht's im Haus auch immer ganz toll. Ein paar Stunden später, wenn die Verdauung eingesetzt hat. Ja. Lüften. Das Allzeitgebot in der Schule können wir auch bei uns zu Hause umsetzen. Nur ohne CO2-Ampel. Vor allem, wir haben an unserer Schule haben wir mittlerweile die ersten fünf Raumlüfter bekommen. Ja. Luftreiniger bekommen. Ich habe allerdings bisher erst vier gesehen. Weißt du, wo der fünfte ist? Wir haben einen bei uns in der Bibliothek, einen in der Pausenhalle, einen in der Cafeteria und die, soweit ich weiß, ist der fünfte im Lehrerzimmer. Ah, okay. So, wir haben noch nicht jedem Klassenzimmer einen, ihr merkt schon, aber da haben wir mal CO2-Ampeln, die irgendwann mitten im Unterricht einfach lautstark und nervtötend piepen. Das Piepen kann man an- und ausschalten. Schaust dir einfach mal an, da gibt's Clock-Alarm. Wir haben unterschiedliche Modelle übrigens, ne? Wir haben unterschiedliche Modelle. Wir haben auch welche also ohne Anzeige. Zumindest bei den Weißen. Bei den Weißen. Es gibt auch so welche, die sind einfach nur so Westen und die piepen irgendwann. Man kann, da gibt es bestimmt auch irgendwo einen Knopf fürs Piepen. Keine Ahnung. Ich schaue die Dinger mir nicht an. Hast du uns doch schon jetzt auch manchmal, schon vorkam? Manchmal ist es ist diese bunte Anzeige da spannender als der Lehrer, also daher. Ja. Bildungsauftrag erfüllt. Wenn man so schaut so und wann erreichen wir nicht 1000 ppm? Wann erreichen wir 1000 ppm? Und jetzt haben wir sie, ja! So mitfiebern. Deutschunterricht be like. Yeah. Aber was ich tatsächlich auch schon habe in unserer Schule, keine Ahnung, woher das schon zertrümmerter CO2-Messer bei uns auf dem Schulhof gefunden, ne? Ah, cool. Aus dem Fenster gefallen. Nee, wenige Stunden zuvor wurde er als vermisst gemeldet im Klassenzimmer. Ah, toll. Der hat irgendjemand mitgehen lassen und dann einfach auf dem Schulhof zertrümmert. Ach, Vandalismus ist nur. Blöde Eigenschaft von pubertierenden Menschen. Vielleicht war es auch ein Lehrer, ich will niemandem was unterm Stellen.
Mein Musiklehrer hatte das unser Musikkurs erzählt, diese Geschichte. Und dann meinte er so, es wäre wenigstens gut gewesen, also ich hätte es okay gefunden, wenn die Person das einfach mitgenommen hätte, um, keine Ahnung, zu Hause zu wissen, wann sie lüften muss, aber einfach nur auf dem Schulhof zerstören, ist halt schon irgendwie lame, ne? Aber da bringt es ja niemandem was. Ja, es passiert gerade nicht so viel. Ich fahre halt einfach durch den Matsch durch. Ich Ja, könnte und jetzt ich fahre die kommentieren: Straße. Oh, und da ist wieder ein heftiges Wasserloch. Es ist mal Und ich wieder bin. mehrere Meter groß. Und dort Mein ist Heck ist auch gerade abbiegen. ausgebrochen, ne? Wir müssen. Schon wieder. Wir Wenn müssen ich jetzt so hier von sage, der großen Straße das bricht aber zu abbiegen. Das auf. wird natürlich riskant, weil der Weg nicht. Weil der Weg Uns. des Wassers hier sehr tief ist. Der Weg des Wassers, man kennt es. Aber dafür werden nochmal wieder die Reifen gespült, was ja auch bekanntermaßen nicht schlecht ist. Und da sind wir durch die tiefe Wasserstelle. Muss Und ich schon direkt jetzt ans andere haben wir Werk? hier Matsch. Wir sind gleich da. Wir haben es fast geschafft, meine Damen und Herren. Kein Problem mit der Fluss, so wie Pascal. Keine Probleme mit irgendwelchen Matschstraßen, so wie Pascal. Und keine Probleme mit Heckausbrechen, so wie Pascal. Ist das krass? Erster Run, alles richtig gemacht. Für Zwei mich gerade KZ Beobachtungspunkte gemobbt. freigeschaltet. Nie, nicht wie Pascal. Ja. Jetzt muss ich aber extra langsam fahren, sonst schaffe ich die Folgenlänge ja gar nicht. Ich war einfach hinterher und versuchte das andere Ding mal rauszupischen. Ja, fischst du denn mal den anderen Truck raus? Warte mal, wo findet der sich mittlerweile? Okay, mittlerweile ist er wieder. Nee, ich glaube, mittlerweile sitzt er fest. Mittlerweile sitzt er fest. Ist jetzt nicht weiter Fluss abwärts getrieben. Handbremse rein. Das. Motor abstellen. Währenddessen Ersatzrad. versuche ich jetzt im zweiten Try das Holz rüberzubringen. Aber immer, ich bin diesmal schneller vorangekommen. Ich finde mich jetzt schon Obwohl, warte, ich könnte das Fahrzeug noch kurz vor dem freischalten. Fluss. Ich befinde mich kurz vor dem Fluss schon. Das hat in der letzten Folge länger gedauert, da hinzukommen. Aber auch weil ich da die Abkürzung noch nicht kannte. Sondern einmal um die gesamte Pa. So, mal schauen, ob diese Um Flussüberquerung die, diesmal jetzt der warte mal einfache ganz kurz, ist, das ist an der vielleicht ein Stelle. wichtiges Wort. Um die gesamte was? Pampe. Ah, okay. Wobei Pampe in dem Fall keinen Sinn ergibt, weil ich eigentlich meine diese Schranken-Dingens da. Blockstelle. Pampe, Schranke, alles das gleiche. Ja. Das hat heftig gespritzt, als der Tobi in das Wasser gehüpft ist vom Hang aus. Und er ist auch schon wieder rausgeklettert. Ist das krass? Ist nicht zu fassen. Und dann Der müssen wir redet dritte hier noch Person von sich geradeaus selbst. für das Nach oben. Weitere Fahrzeug, das noch freizuschalten gibt. Hier in Mudrunner auf der Map. Raft. Nee. Wuppt. Nee, wie heißt das Ding? Wurz. Kurz mal Buchstaben getauscht. Raft, nee, Rift, nee, wie hieß das nochmal? Furt. Die Folge holt das ruft, ne? Einfach Raft. Nee, ruft. Ich bin dafür, die Folge ruft zu nennen. Ach stimmt, mit dem Licht sieht man den Untergrund. Das ist ein voll cooler Trick. Also man sollte den Flussüberquerung tatsächlich bei Nacht machen, ne? Aber dann sieht man tatsächlich erst mal, was Das unter Fahrzeug, Wasser das hat noch ist. Reparatierpunkte, oder? Also das kann sich noch selber bewegen. Ich glaube schon. Aktuell nur den Motor seit abgesoffen, weil der Motor mittlerweile komplett unter Wasser ist. Okay. Da, da, In da, dem da, Moment da, bin ich auch da, da. ausgestiegen, als das hieß Motor abgesoffen, weil ich dann wusste, ich kann das Fahrzeug nicht mehr retten. Muss ich da lang? Da lang? Da lang? Da lang. Also ein paar Baumstämme müssen nämlich auch noch im Wasser liegen. Toll, das interessiert mich jetzt weniger. Aber erst ist der Anhänger ja umgekippt und danach der gesamte Truck weggespült worden, dann auf die Seite gekippt. Es kann auch sein, dass der Anhänger tatsächlich sogar noch dranhängt am Fahrzeug und der einfach nur Erst durch wird er das nicht Weg. abgekoppelt. Nee, ich dachte, er wurde abgekuppelt, aber hat sich dann, aber es, er hing dann immer noch dran an dem Fahrzeug. Er war halt eben nur in einer sehr entstellten Position zum Fahrzeug. Okay. Weil er war immer, also dieses Drehschirmel-Dings befand sich immer noch da ungefähr, wo meine Anhänger. Kupplung war durchgängig, egal wie ich mich bewegt habe.
Boah, bin ich schnell, ey. So, ich glaube, ich kann Ein, ja auch kurz zwei km/h. reinwechseln. Hier muss ich ja gar nicht lang. So, ich hab jetzt meinen Boah, Anhänger schöner für dich Nebel. abgekoppelt. Tobi, ich habe den Anhänger mal abgekoppelt. Sehr gut. Oh, ist das schön, hier Nebel und so. Uäh. Und ich klemme jetzt hier gerade fest. Ich fahr mal da lang. Auf der anderen Seite hatten wir ja immer Probleme. Tobi, ich bin jetzt schon gekommen, aber ich komme hier nicht hoch, das Flussufer. Ah, ne. Okay, komm doch hoch. Problem wurde Da, 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 gefunden. da, Es da. dachte sich Handbremse. Also hier die Flussüberquerung war einfach nur easy. Da, keine Ahnung. Na, meine war ja Da auch recht gab's einfach. keinerlei Probleme. Da komme ich jetzt hier hoch. Und. Nee, warte. Oh, ich muss die Punkte weiter innen setzen in den Kurven, damit ich nicht in die falsche Kurve abbiege. Was ist das denn? Plötzlich hier im Rasen sind ultra. Das war unerwartet. War ultra weiche Stelle, wo ich jetzt gerade mich festgefahren habe drinne. Alles klar, keine Ahnung, woher die kam. Und ich habe gerade in einer Mischbewegung von meiner Hand den Popschutz vom Mikrofon weggerissen. Das war die, das war Wo unerwartet. muss ich jetzt hier lang? Okay, ich musste doch da lang, aber ich hab die Punkte nicht genau gesetzt, das habe ich dann nicht gesehen. Okay, Punktsetzung. Da. Dann Ja, jetzt stehe ich da. nur auf drei Reifen. Ich glaube, an Da. dem Baum rausziehen ist vielleicht nicht die beste Idee. Nee. Da, 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 da. Da. Und. An dem Baum ist schon besser. Stimmt, hier war ja eine der Beobachtungspunkte. Einfach eine riesige Matschspritze. War. Und gar nicht gesehen. Ich komme auch nicht hoch. Ich würde gerne. Kannst du meine Reifen bitte ausgraben mal? Komm mit der Schaufel vorbei, warte kurz. Tief hier, ey. Wobei, geht da hier. Brumm, brumm, brumm. Ja, ich habe nur noch halbe Kraftstoff. Schluckt aber auch ordentlich das Ding hier. Ich muss ja beim Rausziehen aufpassen, dass ich nicht umkippe dabei, weil ich die ganze Zeit den gefährlichen Schieblager erreiche beim Rausziehen. Freut mich für dich. Ja, mich freut es eher nicht so. Ich stecke noch mal fest. Das kannst du nicht glauben. Brumm, 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 brumm. Also Tag, ja. Ich sehe Wasser. Ja. Freut mich nicht. So, da muss ich jetzt hin. Mal schauen. Ich würde gerne noch irgendwie hier rauskommen wollen. Das wäre zumindest sehr vorteilhaft. Ja. Wenn ich mich irgendwann noch mal ausgraben würde, weil ich ziehe einfach nur eine riesige. Ja! Ein ewiges Schlachtfeld hinter mir aus Schlamm hinter mir her. Der Holzanhänger hat sich Richtung Stadt dahin geschoben. Könntest du vielleicht mal reingehen in das Ding? Moment. Ich habe keinerlei Triggerpunkte an meinem Truck gerade. Warte, Kann es so sein, weit muss ich rein. dass ich gerade keine Winde setzen kann, weil mein Motor aus ist? Das kann sein, ja.
Und anmachen kann ich natürlich auch nicht, weil abgewürgt ist der Motor. Aber ich kann wegen Geburt annehmen, ja. Was machen wir jetzt? Zieh ich dich hier zur Seite erstmal raus, würde ich sagen. Oder wollen wir noch Also ich irgendwas mit habe deinem Anhänger machen? Motor ist wieder an, aber ich komme nicht voran. Ich werde eher gerade gegen den Anhänger weggedriftet. Vielleicht kannst du nochmal ankuppeln. Er bleibt doch hier! Ja, ich mache dieses Wasser. Nee, den Anhänger ankuppeln wird nicht. Alter. Hör mal an. Ja. Ach. Junge, jetzt bleib doch mal hier. Ja, ich versuche gegen die Strömung anzusteuern. Ich habe sogar noch einen Holzstamm drauf auf meinem Anhänger. Glückwunsch. Also ein Baum schon kommen, dass ich sogar noch abliefern. Hä, dein kurzer Holzanhänger, den können wir wohl nicht mehr retten, hä? Asche Bock. Ich guck mal. Oh. Ah, ich bin doch nicht wieder frei. Ich grab mich doch noch weiter ein. Vor allem, weil ich hier auch in die Richtung, in die ich gerade muss, keinen Baum stehen habe, den ich nicht rausziehen kann. Dubidubidab. Ich glaube, es ist besser, wenn ich am Flussrand fahre und nicht die ganze Zeit in die tiefste Rinne rein. Das ist aber nur so eine Idee. So, bin raus. Endlich. Ein riesiges Lammschlachtfeld hinter mich, mir hinterlassen. Ne? Also ankoppeln kann ich den Hänger schon mal nicht, das ist ein bisschen doof. Ja, kannst aber so rausziehen. Na, ich kann ihn auch nicht rausziehen. Da hast du keinen Triggerpunkt. Nee, keine Triggerpunkte. Also zum Ankuppeln müsste der. Das ist halt eben auch an der Kupplung hinten dran stehen. Das heißt, müsste Ich den wollte ihn nicht Anhänger. an, ich wollte ihn nicht ankoppeln, ich wollte ihn einfach Ja, nur mit mit der Winde. Windpunkt nehmen, ne? Ich habe ja eh Zeit, ich habe ja nichts zu tun. Richtig, aber ich bin auch gleich da. Ich bin auch gleich da im Sägewerk. Dann haben wir alles, oder? Ja. Dann wird das ausnahmsweise wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge. Ja, ich sag mal, wenn sie immer kürzer ist, eine halbe Stunde, ist es auch nicht so schlecht. Ja. Unser Boot waren ja ursprünglich mal so 20 Minuten Videos, mittlerweile sind wir bei 30 Minuten Videos gelandet. Ja. Bei den Projekten, die wir so richtig in Folgen einfach so cutten, halt eben so, auch so. Klar, bei zum Beispiel Transcendent 2, da sind wir natürlich teilweise bei einer Dreiviertelstunde, teilweise bei einer halben Stunde, teilweise bei einer ganzen Stunde. Je nachdem, wie lange die Szenarien sind, weil die zu zerteilen habe ich keinen Bock drauf, finde ich irgendwie dumm. Deswegen. Nee, also ich kann mich zwar da hinstellen, aber kannst du mal in das Fahrzeug reingehen? Vielleicht kann ich das dann irgendwie. Was für Fahrzeug? Den Truck hier? Ja, Was genau. soll das denn? Was soll dir das dann bringen? Ne, vielleicht wird der Anhänger damit getriggert. Nee, wird er nicht. Schade. Ich komme zurück. Jetzt mehr Ruhe, hinterher ich fahre fahren. einfach auf die andere Seite. Das ist besser. Und mit dem Auto geht es eigentlich ziemlich gut hier. Bin nur noch 50 Meter entfernt, tatsächlich. Freut mich für dich. Oder das ist immer die Distanz zum nächsten Windenpunkt. Also die Distanz zum nächsten Windenpunkt immer. Okay. Bindenpunkt? Rutenpunkt. Dingspunkt. Rutenpunkt. Roten Punkt. Stimmt, ja. Oh, ich habe keinen Kraftstoff mehr und hier ist eine Tankstelle. Sehr gut. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich nur noch 40 Gra Liter Kraftstoff habe. Aber zum Glück ist hier eine Tankstelle. Die habe mich da gerade daran noch mal erinnert, auf meine Tankanzeige zu schauen. Weil für so einen Moment dachte ich mir so, ah, tanken? Nee, brauchst du nicht. Könntest du vielleicht doch machen.
Dann fahre ich mein Fahrzeug nochmal reparieren. So, komme ich hier durch? Brumm, brumm, brumm. Ich tue jetzt einfach mal darauf Pokern, wenn ich hier durchkomme. Man kennt sich auch etwas Jokern. Naja, mehr oder weniger komme ich hier durch. Nur, naja, ich muss mich hier irgendwie durchquetschen an der Stelle. Dann müsste ich durchkommen. Da 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 da. Da 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 da. Hatte ich mit dem Fahrzeug nicht mal Schaden? Achso, nee, den habe ich ja schon repariert. Ah, bin dumm. Wumm, Baum-Action. Njong, njong, 34 Schaden, jetzt habe ich wieder Schaden, geil. Da ist die Werkstatt. Da hat's wohl das Blech, Abdeckblech-Dingsbums da ein bisschen verbogen. Passiert. Wie heißt das? So, jetzt bin ich hier. Radkasten. So, und jetzt befinde ich mich hier an dieser sumpfigen Stelle, Tobi, ne? Vor dem Sägewerk, die. Kennst du? Das ist überall sumpfig. Ja, aber die, da vor diesem Sägewerk, wo sie die große sumpfige Wasser, Schlamm irgendwie zusammengemengt. Ach so. Da, unmittelbar vor dem Sägewerk, da. Da bin ich jetzt gerade. Kannst auf der Map schauen. Dum. Ich glaube, in der ersten Folge auf der Map meinte ich, dass es da, hier zu der Stelle, das ist die, wo man gut mountainbiken kann. Von der Startwerkstatt sind wir da gekommen, nämlich. Und da hatte ich das dazu gesagt. Wo ich nämlich hier da den Weg rein, sehe es bei mir da so gerade, wo ich hingucke, rein, da habe ich nämlich den Fluss überquert. Man kann es auf der Map zeigen, ja genau. Und hier. Hier das Ding runter. Ah nee, hier noch eins weiter vorne und dann da den Weg runter. Ah, okay. War gar nicht sicher, es war noch ein bisschen weiter hier hinten, ne? Aber an sich ist der gesamte Weg. Ja, hinten sieht es genauso aus wie hier. Und dann bin ich da in den Fluss rüber. Genau, so. Ja, mal so rum. Achso, das war wow, ich dachte, ich bräuchte jetzt irgendwie so 50 Liter oder so. Ja gut, ich habe 60 Liter verbraucht, die bis hierher. Auch gut. Mahlzeit. Hallo. Und wie viel Schaden haben Sie? 99. Oh. Aber so einen Truck hatte ich auch mal, Tobi. Weißt du? Aber der ist irgendwie im Fluss ertrunken. Mittlerweile wurde er wieder geborgen, aber bringt tut er mir nichts mehr. Du hast jetzt zweimal Kurzholz, ne? Das sind 6 Punkte. Ja. Das passt. Wunderbar, dann haben wir es da immer jetzt auch. Immer dreimal Kurzholz brauchst du. Das sind insgesamt 9 Punkte und mit der 8 brauchst du, um das Sägewerk zu beliefern, also passt mal alles. Gut. Dass ich nicht immer einmal Kurzholz liefere und ich liefere immer zweimal Kurzholz. Wofür habe ich das Ding hier? Keine Ahnung. Spiel abgeschlossen. Braucht der Kraftstoff 620 Liter. Ich habe 718. 718. Also das ist nur von mir. Lol. Ja, ich habe 718. Trucks freischalt 7 von 8. Sag das doch. Das sind wir, wo fehlt denn noch der Truck? Keine Ahnung. Irgendwo muss ja noch ein Truck fehlen. Wo? Guck auf der Karte. Irgendwo ist ein Schloss. Ich will jetzt mal doch das ganze Ding fast durchlesen. Werkstätten 4 von 4. Beobachtungspunkte 6 von 6. Wo fehlt jetzt noch ein Fahrzeug? Keine Ahnung. Ja, da. B131. Nee. Ah, das ist der, in dem ich drin sitze. C255 hier hinten. Ach, hier hinten ist der. Im Südosten. Süden? Da ist noch ein Osten. Fahrzeug von mir. Ach, in dem Wasserdings da.
Ja, ungefähr so, also Und ungefähr. war, wo genau? Das ist ein brauner, hellbrauner Wald. Der dunkelbrauner Wald. Warte mal, du siehst ja, wo ich meinen Punkt hinsetze. Nein. Da, wo ich meinen Ach da, Distanzpunkt doch, hingesetzt da. habe. Da an der Stelle ist noch ein Fahrzeug. Von mir. Guck mal, hinten ist ein Haus im Wald. Würdest du hier gern leben? Also so von der Gegend her? Jetzt mal davon ausgehen, dass du halt irgendwo einen Bisschen Zugangsweg matschig. hast. Ab so abgeschieden von der Menschheit so ein bisschen. Ruhig. Nee. Mit so einem schönen Kürbisfeld. Bin zwar Also jemand, der ich also sag mal manchmal so ein so, bisschen als. Menschenphobiker ist, aber nee, ganz abgeschieden will ich es auch nicht. Ich brauche schon so ein paar Menschen Ich um sag mich mal, wenn herum. man. Ja, also wenn man ein ordentliches Vor allem Fahrzeug hat. allgemein so eine urbane Welt. Ein paar Geschäfte, ein bisschen was man machen kann. Dass man auch irgendwo hinkommt, so Ach ja, Öffi ist das oder auch so. schon dumm. Hier hast du ja nichts, das sind nur Wald und zwei Hütten. Und so als Urlaubsort? Also wenn du sozusagen einfach mal so sagst, oh komm, hab grad Nee. Bock, fahren wir Also mal wenn ein so. Wochenende hin. Auch wenn ich der größte Menschenfreund bin, bin ich, wenn es um Urlaube geht, eher der Typ Städtetrip. Und so, na ja, also ich würd's ganz nice finden, als so als Wochenendhaus oder so. Dass du einfach sozusagen sagst, oder wenn du mal eine Woche herkommst oder so, kannst du einfach mal hier so richtig ruhig. Strom gibt's ja. Nee, ich glaube, meins wär's nicht. Eine Ruhe haben. Hup, hup. Yay, ein Fahrzeug Gehst mal finde ich rein, geschäftig. dann kann ich sogar noch reparieren. Achso, Leute, da ist das Fahrzeug, ja. Sorry. Ich muss weiter weg. So, jetzt. Oh, ein grüner Tanklaster. Tada. So. Schön. Okay, na Hey, dann. nicht mich Dann war reinfahren. es das mit der Ruft-Map. Gut. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Map. Mal schauen, welche das wird. Ja, bis dahin. Wunderschönen Tag. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.